Guten Tag, ich drehe mal ein Video für Bugfans. Und zwar habe ich vor kurzem das Bug of the Month, Januar 2024, gesehen. Und da konnte ich nicht widerstehen. Das musste ich sofort erwerben. Die sind dort limitiert auf 500 Exemplaren. Das ist das Modell 117 in einer Kirschholzoptik und mit einem Bommel und einem Guard aus Messing. Ein wunderschönes Modell, wie ich finde. Die Klinge ist sogar aus einem S35 VN. Ich sammle die 117er überhaupt nicht. Aber die Modelle sprechen mich sehr an. Jetzt habe ich schon ein paar davon. Das hier ist das Modell mit einem Griff in Coccobolo-Optik. Man sieht also den klaren Unterschied. Das ist ein schönes Kirschrot. Dass hier die Farbe des Coccobolo-Holzes darstellt. Diese Klinge ist aus 420er HC, genau bei dem normalen Modell, das einen Griff aus Phenolarz hat. Und das ist das Pro-Modell. Das hat auch eine Klinge aus S35 VN, aber einen Griff aus grünem Micarta. Ja, die Scheide ist ein bisschen anders hier bei dem als bei den anderen dreien. Das ist so ein bisschen wildledermäßig, ganz weich. Und bei den anderen ist das ein bisschen härter. Die werden auch alle hergestellt in den USA. Wir haben so Plastikeinlagen als Durchsteckschutz. Ich weiß nicht, ob ich die rauskriege, aber da, man kann sie sehen. Das muss reichen. Das war wahrscheinlich jetzt mehr was für Bugfans. Ich bedanke mich trotzdem bei allen Zuschauern für das Interesse und wünsche allen noch einen sehr schönen Tag.